Also ich habe das zumindest vorhergesehen, dass da die Menschen das nicht zulassen werden und auf die Straße gehen werden. Ich muss so ein bisschen aus meiner Sicht widersprechen. Es wird in dieses Links-Rechts, Narrativ gesprochen, und das ist ja auch das, was wir reden ja über den deutschen Diskurs. Der deutsche Diskurs, der ist entweder in den Medien, auf Social Media oder eben zwischen Menschen, ja? Also quasi am Stammtisch oder am Abendessen. Das sind die drei Teile. Und das, was Sie sagen, und das ist auch teilweise, was Stefan gesagt hat, ist das, was auch sehr viel durch die Medien ja auch weitergeleitet wird. Das Links-Rechts existiert in Israel sehr, sehr wenig. Also, wenn man Netanyahu fragt, ist alles, was gegen ihn ist, ist links. Ja, also was für totaler Quatsch ist. Bennett ist zum Beispiel recht, als er, den hat er auch links genannt. Der von der Siedlerpartei, wenn man sie nennt. Jetzt die Ultraorthodoxen zum Beispiel, die eine große politische Macht haben und jetzt auch eine sehr große politische Kraft auch haben in der Koalition, sind weder rechts noch links. Die haben überhaupt gar keine politische Ausrichtung. Die agieren nur nach ihren Interessen. Sie wollen Geld für ihre Communities, sie wollen Infrastruktur etc. So, das heißt, die sind sozusagen politisch rechts-links total uninteressant. Das ganze Mittellager zum Beispiel ist überhaupt nicht links. Ja, also Benny Gantz und auch Lapid, die sind in der Mitte. Die sind wirklich die Mitte. Kann ich politisch zumindest aus meiner Sicht so bestätigen. Das zum einen. Was das oberste Gericht angeht, da muss ich, haben Sie natürlich einen jetzt irgendwie Experten gehört, da muss ich auch widersprechen, das ist auch ein Narrativ, was auch Netanyahu so ein bisschen vorantreibt jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten. Das oberste Gericht, das haben auch unabhängige ExpertInnen auch an den Universitäten in Israel recherchiert, in den letzten 25 Jahren hat das oberste Gericht noch nie eine politische, rein politische Entscheidung getroffen, wo die gesagt haben, ach, das Gesetz gefällt uns nicht politisch, das kippen wir mal. Sondern die gehen sehr, sehr klar, auch zum Beispiel Experten aus den USA sagen, dass es eigentlich die besten Richter sind, die Israel überhaupt hat. Also es ist wirklich so, dass die nach Qualitäten ausgewählt werden und sie nicht, eben nicht entscheiden. Und dass sie diese Macht haben, das hat sich natürlich so entwickelt, ne, dass sie eben Israel weder eine Verfassung hat, noch, das hoffen jetzt manche, dass es jetzt durch diese Krise zu einer Verfassung vielleicht kommt. Aber das oberste Gericht hat jetzt nicht übermäßig viel Einfluss, und die Kommission zum Beispiel setzt sich ja aus verschiedenen Parteien zusammen. Die RichterInnen, die dort gewählt werden, die werden aus der Koalition, Opposition, wie gesagt, Rechtsanwaltskammer, auch dem obersten Gericht Präsidenten und noch Richter oder zwei so zusammengestellt. Das heißt, es ist ein durchaus breites Spektrum, die diese Richter wählen, und sie gehen eben nach, sie können nicht einfach so zum Beispiel einen Minister entlassen, also haben sie auch nie getan, sondern beispielsweise haben sie den Deri jetzt nicht zugelassen, dass er Minister wird. Warum? Weil er vorbestraft ist und er auch gesagt hat, um die Strafe nicht anzutreten, werde ich mich komplett aus der Politik zurückziehen. Und dafür hat man ihm Straffreiheit gewährt. Und jetzt hat er gesagt, ja, ich will aber jetzt plötzlich Minister werden. Dann haben sie gesagt, ah, Moment. Da gibt es aber einen Gerichtsbeschluss, der eben das Gegenteil sagt. So geht das nicht. Also es ist schon, wir achten da schon sehr auf die Rechtsstaatlichkeit.